Hi zusammen, heute wollen wir euch gern über meinen 5. Flug insgesamt berichten und über unsere 2. große Reise nach Spanien und was da beinahe schiefgelaufen wäre. Oh mein Gott, so knapp war das. Und zwar hat bei uns heute Nacht um 3 Uhr der Wecker geklingelt, weil unser Flug nach Alicante um 6 Uhr ging. Ein Glück hatten wir dieses Mal einen Direktflug. In meinem allerersten Flugvideo hatte ich ja erzählt, dass wir 2 Flüge haben mussten. Das verlinke ich euch nochmal hier. Deswegen bin ich mittlerweile schon recht flugerfahren und wir haben uns rechtzeitig aufgemacht zum Flughafen. Und dann hat mein Papa sich angestellt und meine Mama und ich haben ein bisschen gewartet, damit ich mich noch ein bisschen entspannen kann und ein bisschen ausruhen kann. Und dann waren wir bereit zum Einchecken und wir hatten ein riesiges Problem. Es ist wirklich anscheinend immer 50-50 oder Roulette, an was für Check-in-Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen man gerät, weil die dachten, ich wäre zu groß zum Fliegen und die wollten mich einfach nicht fliegen lassen. Und meine Eltern haben dann argumentiert und auch gesagt, dass ich ja auch schon geflogen bin und dass unsere Tasche so ausklappbar ist und dass ich halt auch in das Gewichtlimit passe und dass ich ja eh am Flughafen laufe und in der Box dann nur schlafe und nur liege. Und ja, dann wollten die noch ihren Supervisor involvieren und haben uns dann weggeschickt. Dann sind wir zu einem anderen Schalter gegangen, wo dann der Supervisor arbeiten sollte. Die Person war aber irgendwie auch nicht da. Und eine andere Mitarbeiterin dann von unserer Airline, wir sind mit Eurowings geflogen, hatte dann gar kein Problem mit mir und hat mich einfach eingecheckt, hat mich nur gewogen. Und es war überhaupt gar kein Problem. Sie hat überhaupt nicht nach der Größe gefragt oder hat überhaupt nicht gemeckert und hat sich gar nicht angestellt. Und das zeigt halt so doll, dass man echt aufpassen muss irgendwie oder Glück haben muss, an was für Check-in-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen man gerät. Deswegen, wir hatten total Glück, dass sie uns dann nochmal weitergeschickt haben und nicht einfach verboten haben, dass wir mitfliegen, weil was hätten wir dann gemacht? Wir sind ja für 2 Monate hier. Naja, auf jeden Fall seht ihr in diesen Videos auch ganz gut, dass halt meine Tasche so ausklappbar ist. Ich habe wirklich die 2,5 Stunden Flug total gut durchgeschlafen, bin dann wach geworden am Ende des Fluges und dann haben meine Eltern mich ein bisschen mit meinem Futter gefüttert. Das war dann auch meine allererste Mahlzeit. Und dann haben wir unseren Mietwagen abgeholt und sind noch ein bisschen weitergefahren von Alicante aus nach Torrevieja, in unsere Stadt, wo wir jetzt 2 Monate sind. Und haben dann erstmal einen ganz kurzen Walkie gemacht, waren dann noch ein bisschen Futter für mich kaufen, dass ich jetzt eine kleine Futterumstellung machen kann über die nächste Woche mit meinem alten Futter auf ein neues Futter, weil wir jetzt natürlich nicht irgendwie 6 oder 7, 8 Kilo Futter mitnehmen konnten. Und jetzt entspannen wir auf jeden Fall erstmal. Und ich freue mich total, dass ihr diesen Vlog eingeschaltet habt. Und falls ihr meiner Reise folgen wollt, abonniert meinen Kanal, weil wir werden ganz, ganz viele Videos auch aus Spanien posten. Und falls ihr Fragen zum Fliegen mit Hund habt, stellt sie einfach in die Kommentare und ich beantworte die gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.